Okay, hier dann also noch die versprochene Ergänzung zum Thema Matrix-Rechnung. Vielleicht einmal erstmal nochmal ein kurzer Exkurs. Wie ist das eigentlich, wenn wir das ganz normal sehen im Dezimalsystem, beziehungsweise ohne Einschränkung des Zahlensystems? Also, wenn wir eine Matrix haben, beispielsweise mit bestehend aus 5, 6, 7 in der ersten Zeile und 3, 4, 5 in der zweiten Zeile. Und das Ganze multipliziert werden soll mit einer Matrix 1, 2 und 0. Dann ist das erlaubt, weil wir die Anzahl der entsprechenden Spalten hier in der ersten, also Spalten der ersten Matrix, den gleichen Wert hat wie die Anzahl der Zahlen. Der Zeilen in der zweiten Matrix. Das ist halt in dem Moment dann wichtig, wenn wir das Ganze berechnen wollen. Wir hatten vorhin schon einmal oder im Tutorium hatten wir da eben auch einmal drüber gesprochen, okay, wir können die Sachen so ein bisschen drauf kippen, das macht es vielleicht einfacher. Also das war ja, wenn wir sagen, wir haben unsere Matrix, ich kopiere sie nochmal hier eben runter. 5, 6, 7, 3, 4, 5. Und wir kippen unsere zweite Matrix drauf. Also quasi 1, 2 und 0 für die Rechnung. Nochmal kurz eine Trennlinie, dass wir das angucken. Dann würden wir zeilenweise durchgehen, durch unsere vordere erste Matrix und würden das Ganze rechnen, indem wir sagen, okay, wir gucken, wir haben einmal das, was an der ersten Stelle in der, also erste Position mit der ersten Position multiplizieren, zweite Position mit der zweiten Position multiplizieren, dritte Position mit der dritten Position multiplizieren. Das heißt für uns also, dass wir hier rechnen würden, wir würden einmal 5 rechnen, plus 2 mal 6 plus 0 mal 7. Das wäre 17. Und für die, dann würden wir die zweite Zeile uns hier angucken. Das ist dann 1 mal 3 plus 2 mal 4 plus 0 mal 5. Und das wäre in dem Beispiel 11. Also wir haben halt sagt so quasi das, womit wir multiplizieren, ja einmal oben so ein bisschen draufgekippt, damit wir es ein bisschen leichter sehen können. Und dann jeweils erste Position mal erste Position, zweite Position mal zweite Position, dritte Position mal dritte Position, zeilenweise durchgehen, das aufsummieren. Und dann würden wir das als neue Matrix schreiben. Das heißt, wir haben als erstes, als neuen Vektor, wir haben hier 17 und 11 als Ergebnis. Gut, das erstmal ganz normal, wie wir es jetzt im Dezimalsystem machen würden. Wenn wir uns das jetzt angucken im Dualsystem, müssen wir halt ein bisschen schauen. Wir können halt nur duale Zahlen haben. Das heißt für uns, dass wir auch mit Modulo ein bisschen gucken müssen. Das Prinzip ist allerdings das gleiche. Wir haben, ja, können mal eine kleine Matrix nehmen. Also jetzt aus dieser Riet-Müller-Geschichte wäre
Die Matrix für A2 wäre halt folgende. Oben 1, 0, 0, 0, dann haben wir 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 und 1, 1, 1, 1. Und das wäre jetzt ja quasi dann unser Ausgang, von dem wir hier starten würden, beziehungsweise unser A2 für die Berechnung von R. Unsere Funktion, nehmen wir jetzt mal etwas einfacher, 1, 0, 0, 1. Das ist das, womit wir multiplizieren wollen. Da können wir genauso auch wieder sagen, wir legen das Ganze quasi uns virtuell einmal drauf. Und wir würden jetzt durchgehen und gucken. Ja, also das ist quasi, wir uns das da einmal so anschauen. Jetzt gehen wir auch hier zeilenweise durch und im Binärsystem ist es eigentlich relativ einfach, weil wir immer nur gucken müssen, haben wir einmal 1, ansonsten ist es ja immer 0 und wie häufig haben wir einmal 1. Also insofern gucken wir, in der ersten Zeile haben wir einmal 1, 0 mal 0, 0 mal 0, einmal 0. Also einmal 1 insgesamt. Das ist gut. Das heißt, unser Ergebnis ist 1. Dann in der zweiten Zeile haben wir 1 mal 1. Merken wir uns. 0 mal 1, 0 mal 0, 1 mal 0. Okay, 1 mal 1 haben wir nur. Das dürfen wir auch behalten. Warum ist das jetzt spannend? Eigentlich warten wir darauf, dass wir irgendwann mal mehr als eine 1 haben. 1 mal 1, 0 mal 0, 0 mal 1, 1 mal 0. Also nur 1 mal 1 mal 1 hier wieder. Und die vierte Zeile, 1 mal 1, merken, 0 mal 1, 0 mal 1, 1 mal 1. Ah, okay, da haben wir jetzt 2 mal 1 mal 1. Das heißt, unser Ergebnis wäre eigentlich quasi 2 im Dezimalsystem. Beziehungsweise wir würden halt eben hier modulo rechnen. Und da wir 2 mal eine 1 haben, modulo eben der 2, kommt am Ende eine 0 raus. Also es ist im Prinzip ähnlich wie mit den Prüfbit, die wir hatten. Nein, nicht mit dem Prüf, ja doch auch mit dem Prüfbit, aber halt eben da, wo wir auch mit XOR gerechnet haben. Wir brauchen hierfür, kann man es im Prinzip kurz fassen, im Ergebnis Vektor gibt es eine 1. Für die an der Stelle, wenn die Zeile, wo multipliziert und addiert wird, eine ja, ungerade Anzahl von einmal 1 auslöst oder hat. Also an der Stelle, ja, an der im Prinzip in der Zeile, wo die Zuge wenn die zugehörige Zeile okay, also nochmal nur, dass es klar ist. Wir kriegen dann eine 1, wenn wir eine ungerade Anzahl von einmal 1 Rechnungen haben in dem Ganzen. Also die erste Zeile hier ist ja im Prinzip nichts anderes als
Die erste Zeile ist hier nichts anderes als, ich rechne 1 mal 1 plus 0 mal 0 plus 0 mal 0 plus 1 mal 0. Wir haben genau 1 mal 1, einmal vorkommen, deswegen halt hier eine 1. Wir können das Ganze halt eben uns anschauen für die vierte Zeile. Da ist es halt eben 1 mal 1 plus 0 mal 1 plus 0 mal 1 plus 1 mal 1. Da haben wir zweimal also dieses 1 mal 1. Und insofern hebt sich das quasi gegenseitig auf. Und wir kommen auf eine 0 am Ende raus. Gut, das so viel dazu. Sollte euch an der Stelle weiterhelfen. Wenn das Ganze entsprechend größer ist, dann ist es halt einfach länger, sind das halt mehr Zahlen, die am Ende als Ergebnis rauskommen. Vom Prinzip her funktioniert das aber ganz genauso.